Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die The Box Set 2 Box von Led Zeppelin. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. The Box Set 2 von Led Zeppelin, das Ganze aus dem Jahr 1993. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist eine sehr ungewöhnliche Box und zwar haben wir hier eine zur Band passende Erscheinungsform und zwar einen Zeppelin, also ein Luftschiff hier aus Holz. Die gesamte Box ist hier aus Holz gefertigt. Wir haben hier diesen Zeppelin in einem Orange, Gelb, Schwarz und hier unten auch noch ein bisschen Grau. Ja, so sieht das aus. Wir haben hier den riesen Körper dieses Luftschiffs in Orange. Dann darunter diese Kabinen, wo man dann auch keine Luft eingefüllt hat, sondern oder Helium etc., sondern hier konnte man entsprechend Platz nehmen und hier hatten dann die Fahrgäste Platz. Und hier hinten haben wir dann noch das Endteil. Ja, auf der Rückseite sieht das Ganze ident aus, also von beiden Seiten gleich anzusehen. Und wenn wir das Ganze aufmachen, hier unten lässt sich das aufklappen, dann kommen wir hier zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Doppelalbum auf CD, einmal zweimal und hier oben haben wir noch ein dickes Booklet. Ja, wir werden die Inhalte mal ganz kurz entnehmen, also vor allem hier das Booklet. Dann die CDs, die sehen so aus, wir haben hier CD Nummer 1, Led Zeppelin Disc 1 lesen wir hier, 16 Tracks haben wir hier drauf, die CDs kommen hier in so einer schwarzen Stoff Unterseite, also die sind hier gut aufgehoben und haben dann hier eben so einen kleinen Dorn, wie so einen kleinen, ja, so einen kleinen Noppen, wo das Ganze dann in Form gehalten wird. Das ist Disc 2, ebenfalls mit 16 Tracks, also insgesamt 32 Stück. So, dann haben wir hier noch, man kann es sehen, die goldenen Scharniere, die das Ganze hier auf- und zuklappen. Dann unten hier das Loch für den Dorn von oben. Den schauen wir uns auch nochmal ganz kurz an. Moment. So, also hier, das ist dann der Verschluss quasi. Und das Ganze ist sogar streng limitiert gewesen damals und auch nummeriert. Hier haben wir so eine goldene Plakette und zwar lesen wir hier. Ich hoffe, man kann es lesen. Ja, Limited Edition 433 of 1000. Also 1000 Stück gibt es davon weltweit und meine Edition ist in diesem Fall die Nummer 433. So, dann werfen wir mal einen Blick ins Booklet. Das sieht so aus, wir haben hier wie so Kornkreise, so Symbolik im Kornfeld und darüber dann hier den riesen Abdruck, den Schatten, was auch immer, des Luftschiffs. So, dann schauen wir mal rein. So sieht das hier aus. So eine halb durchsichtige Seite hier mit den Symbolen. Und hier kommen dann die einzelnen Bandmitglieder zum Vorschein. Die vier Herrschaften, Jimmy, John, John und Robert. Dann schauen wir mal weiter. Und so sieht das Ganze dann aus. Also es ist eine Compilation. Wir haben hier zwei CDs mit diversen Hits oder diversen unveröffentlichten Tracks von der Band. Und hier gibt es jede Menge Text, also hier wird nochmal so ein bisschen die Historie abgehandelt, wie es damals mit der Band so gelaufen ist, beziehungsweise wie andere Tracks entstanden sind. Ja, also all das kann man hier nachlesen. Artwork gibt es natürlich auch eine Menge. Diverse Fotos, Covers, Bilder von Live-Auftritten. Ja, so sieht das aus. Wie gesagt, auch wieder eine Menge Text. Und dann schauen wir mal weiter. Text, Fotos, alles hier mit dabei. Also auf jeden Fall ein sehr guter und detaillierter Einblick, speziell was die Texte betrifft, zu der Band und zu ihrem Schaffen. So, dann haben wir noch so einzelne Konzertkarten, Eintrittskarten. Lang, lang ist es her. So, hier geht es dann los.
Hier haben wir dann einzelne Albumcover. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch die Tracklist. Also wir haben hier die einzelnen Tracks, die wir auf der CD 1 hier finden. Hier lesen wir auch Disc 1. Und hier ist dann auch mal im Detail auch beschrieben, wo dieser Track entstanden ist, beziehungsweise wer hier die Verantwortlichen waren, wo das Ganze entstanden ist, gemixt wurde, etc. etc. Beziehungsweise auch, wo das Ganze original released wurde oder erstmals released wurde. Ja, also jede Menge Infos wieder, auch in Bezug auf die Tracklist. Und dann sind wir auch schon bei CD2. Das war's. Zum Abschluss gibt es dann hier noch Fotos von Live-Auftritten und nochmal die Credits zum Album. Ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Booklet hier, das ziemlich dick ist, jede Menge Fotos und Texte beinhaltet, sowie natürlich auch die Credits. Und natürlich die beiden CDs mit jeweils 16 Tracks. Und das Ganze kommt hier in dieser wunderbaren Holzoptik, in diesem limitierten Luftschiff hier aus Holz. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Led Zeppelin unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.